ففض قومك إذا شئت شهيدا فحديد الموت قد فل الحديدا فأجر الأرض ودع حشر الله والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد نبقش فيست السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله machen wir weiter mit unserem Thema عقيدة أهل السنة والجماعة على ضوء الكتاب والسنة. Es geht um العقيدة. Und heute inshallah ist Teil Nummer 21. Und ich habe öfter gesagt, dass Ta'lim al-Aqidah, dass man al-Aqidah lernt, ist sehr, sehr wichtig. Weil die Taten werden angenommen, nur wenn wir eine richtige Aqidah haben. Und al-Aqidah nimmt man von al-Quran und von al-Sunnah. ما جاء في القرآن وما جاء في السنة. Und ich habe auch öfter gesagt, dass jeder behauptet, dass von أهل السنة والجماعة ist. Aber wenn du mit ihm redest, findest du weder Koran noch Sunna. وعقيدة أهل السنة والجماعة ist eine klare Sache. لا نأخذ إلا من القرآن ومن السنة وما فهم كذلك السلف رحمهم الله. Deshalb, lieber Bruder und Schwester, das ist ein sehr guter oder sehr guten Themen, damit wir auch unsere Religion richtig lernen. Letztes Mal haben wir über At-Tiyara geredet. Und haben wir gesagt, dass das auch von Schirk ist. Und leider, es gibt immer noch viele Sachen, die bei Muslimen sind. Und die wissen nicht, dass das mit Schirk zu tun hat. Weil die meisten Muslime, die mischen Tradition mit Islam. Obwohl viele Traditionen nicht von Islam sind. Und Masakin, warum? Weil die kein Wissen haben. Und ich sage nicht, dass die unschuldig sind, weil bei sowas kann man das nicht akzeptieren. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم. Damit gemeint auch Muslime. Das heißt, dass man nach Wissen strebt, ist eine Pflicht. Eine Pflichtsache, damit du Allah Azza wa Jal mit Klarheit anbetest. Und jeder kann sagen, ich bete Allah Azza wa Jal mit Klarheit an. Aber kann nie sein, wenn du nicht nach Wissen strebst und wenn du auch nicht Sunnat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kennst, wie kannst du Allah Azza wa Jal richtig anbeten? Und jeder von uns sucht auch nach dem Demut, nach Al-Khushur während dem Gebet. Und die meisten von uns finden das nicht. Warum? Weil wir nicht Allah Azza wa Jal richtig kennengelernt haben. Man huwa Allah? Wer ist Allah Azza wa Jal? Hatta tataqarrab ilayh, damit du nah zu ihm kommst. Wenn du nicht über ihm etwas kennst, kennst du auch nicht richtig. Also mit Demut beten. Heute, inshallah, reden wir wieder über ein wichtiges Thema. Es geht auch um Sachen, die immer bei Muslimen sind.
besonders die Leute, die auch kein Wissen haben. Und die nehmen das als Schutz. Oder manchen tragen zum Beispiel eine Kette, wo drauf ist ein Skorpion oder so ein Hand. Oder findest du auch das in Autos? Oder manchen, die tragen auch diese manche komische Ohrringe in ihren Ohren. Und manchen machen die auch also komische Sachen und die sagen, das schützt mich. Und die sind richtig überzeugt, dass das auch schützt. Obwohl das ein Schirk ist. Bei sowas, es gibt große Schirk und kleine Schirk, je nachdem. Deshalb muss man richtig achten und unsere Religion also lernen, damit du nicht in Yom Kiyama kommst und hast du nichts davon. حينما يقال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Kann sein, dass du nach oder in Qiyama bist, hast du keine Taten, obwohl du in Dunya Taten gemacht hast. Aber diese Taten, die werden Staub. Warum? Weil du eine falsche Aqida gehabt hast. Al-Ataka hadithul ghashiya. Wujuhun yawma idin khashi'a. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. Das heißt, gab es Leute, die in Dunya waren, die haben sogar auch guten Taten gemacht. Meine ich damit Al-Kuffar. Die haben guten Taten gemacht hier in Dunya, aber in Yawm al-Qiyamah haben nichts. Und kann sein, dass auch manche Muslime, die denken, dass die guten Taten gemacht haben, die aber nicht nach Sunnat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sind. Aber in Yawm al-Qiyamah, die werden gleiche Strafe bekommen. Das ist sehr, sehr traurig. Weil, wie ich auch gerade gesagt habe, Al-Jahl, Unwissenheit ist kein Grund, dass du sagst, ich habe das nicht gewusst. Und traurigerweise ist auch wie fast alle Muslime, wenn etwas über Dunya geht, jeder fragt nach. Aber wenn das um Religion ist, sagen, brauche ich nicht zu wissen. Sogar manche, die sagen, wenn ich auch viele wisse, ich muss auch viel machen. Das ist nicht gut. Das ist keine gute Absicht. Weil die Taten, was du im Dunya machst, die werden dir in Yawm al-Qiyamah helfen. Na, يقول الله عز وجل في سورة الزمر 38 قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. هذه آية تسع فاس. Und wie gesagt, Al-Halaqa Ketten, was man anzieht bei manchen Leuten. Und manchmal findest du auch richtig ein Papier so. Und dann kann sein, dass auch etwas geschrieben hat. Aber dieses Schreiben, was er geschrieben hat, es ist unlesbar. Kannst du nicht lesen. Du samma talamis. Oder manchmal du findest bei dir jemand, der für dich Sihr gemacht hat. Ein Papier, sowas. Aber wenn du das lesen willst, kannst du nicht lesen. Ein paar Wörter kannst du lesen. Aber die Sätze und die Bedeutung kannst du nicht. Außer jemand, der das selber geschrieben hat. Einer, der diese Sihr geschrieben hat. Er kann das lesen. Und hada kufrun. Ihr wisst, dass das Sihr kufr. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. السحر كفر. Dass man Magie macht oder Zauberei macht, ist ein Kufr. Und einer, der das macht, ist ein Kafir. Und sogar die Gelehrten sagen, As-Sahir, der Zauber, auch wenn er Taube gemacht hat, muss man ihn töten. Obwohl er Taube gemacht hat, subhanallah. Der einzige Mensch, den man ihn töten muss, der Zauber. Jeder, der Taube gemacht hat, Alhamdulillah. Das heißt, Allah Azza wa Jal akzeptiert
sein Taube. Meine ich damit auch diese Zauber, auch wenn er Taube gemacht hat, Allah Azzawajal wird von ihm auch sein Taube annehmen. Aber er muss weg. Warum? Weil er wissen wir nicht, wie viel er Familien kaputt gemacht hat. Deshalb, lieber Bruder, man findet manchmal bekommt ihr auch solche kleinen Papiere und sagt ihr, Bruder, kannst du mir das also erklären, was das heißt? Oder kannst du lesen, was drauf steht? Da kannst du nicht lesen. Das heißt, das ist Hada Sihrun. Hada Sihrun. Oder manche, die machen auch Ketten, sogar auch mit einer Kette mit Gold oder Silber, wo drauf auch steht zum Beispiel Ayatul Kursi. Hier gibt es Meinung, Verschiedenheit, würden wir auch darüber reden. Aber es gibt manchmal auch die haben auch Ketten. Eine Hand zum Beispiel in diese Kette und der sagt, das schützt mich. Ja, sowas schützt mich. Obwohl das ganz falsch ist, wenn er so an sowas also glaubt. Na. Vermitteln, also es gibt viele Arten der Heilung. Es gibt einen Art, der erlaubt ist. Und es gibt einen Art, der nicht erlaubt ist. Zum Beispiel sowas, wenn man an etwas hängt und du sagst, Alhamdulillah, seit ich das gehängt habe, ich habe alles bekommen und sogar ich bin auch in Ordnung geworden. Und es gibt, diese Art ist nicht erlaubt. Und es gibt eine Art, der erlaubt ist. Qira'at al-Fatiha zum Beispiel, dass du Koran liest, dass du al-Fatiha für jemanden zum Beispiel liest. Kama fa'al al-Sahaba radiallahu anhum. Wie auch Sahaba auf der Reise waren. Und da war einer, der König ist, wurde von einem Skorpion so gebissen. Und dann, der hat den Sahaba gesagt, gibt es einer von euch, der Ruqya macht? Und da hat ihm gesagt, also Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, ich mache für dich Ar-Ruqya. Weil, also als sie da kamen, als Sahaba, die wollten Essen haben. Aber die haben gesagt, nein, ihr kriegt kein Essen. Dann, dieser König wurde von einem Skorpion gebissen. Und dann hat ihm gesagt, erst wenn wir Essen bekommen, dann kann ich für dich, Hadith al-Bukhari, dann kann ich für dich Ar-Ruqya machen. Die Sahabi, radiallahu anhu, er hat Ar-Ruqya für ihn gemacht und auch geheilt. Nur durch Al-Fatiha. Und das vergessen wir meistens, subhanallah. Das Al-Quran ist Shifa, ist eine Heilung. Aber auch Al-Quran jetzt manchmal bei manchen Leuten, die benutzen ihn auch falsch. Wie auch ich es gerade gesagt habe, du findest manche Papiere, wo drauf Koran steht, aber du kannst das nicht lesen. Die drehen das. Und die benutzen das auch für Sihr. Oder die sagen, dass diese Ayat, was ich geschrieben habe, schützt mich vor bösen Augen, damit ich kein Auge bekomme. Oder wegen Neid, damit mich keiner neidet. Und so weiter und so fort. Deshalb, lieber Bruder, Al-Fatiha ist ein Mittel, eine Art von Heilung. Genau wie du auch Medikamenten nimmst. Medikamenten sind auch ein Mittel. Darf man auch nehmen. Gar kein Problem. Aber du musst nicht also 100% sagen, dass diese Medikamente haben die mich geheilt. Und du vergisst Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal yashfik. Allah Azza wa Jal heilt dich. Aber du hast das genommen nur als Mittel. Kawasila faqat. Das vergessen wir auch meistens. Kann sein, dass du zum Beispiel, du hast, wie kann man sagen, eine Verstopfung. Verstopfung. Ja?
Du nimmst einen Saft, damit du diese Durchfall bekommst. Wenn Allah Azzawajal das nicht für dich will, also du bekommst nochmal Verstopfung. Weißt du? Das heißt, muss man dich von deinen Füßen so. Ja? Deshalb, Achi, man darf nicht vergessen, weil manchen, wenn du mit denen redest, die reden mit dir mit Überzeugung, die sagen, nur durch diese Medikamente hat mich geheilt. Lakin Allah Azza wa Jalla huwa Shafi. Allah Azza wa Jalla huwa Shafi. Wir vergessen das, subhanallah. Ja? Es gibt also Arten von diesen Bruder oder Schwester. Es gibt eine Art, man yankuru al-asbab. Es gibt manche, die sagen, diese Mittel gibt es nicht, hilft nichts. Das heißt, Hada ist auch nicht korrekt. Die sagen, auch wenn du Medikamente nimmst, das hilft nicht. Brauchst du das nicht zu nehmen. Und sogar sind die Leute von Al-Ash'ariya und Al-Jabriya, diese Sekten, die sagen, auch wenn du Medikamente nimmst, hilft nicht, brauchst du das nicht zu nehmen. Das ist ein falscher Gedanke. Es gibt zweite Art, man yaghlu fi ithbati al-asbab hatta yaj'alu ma laysa bisabab. Es gibt Menschen, die haben Ghulu, die sagen, nur durch diese Medikamente zum Beispiel werden wir geheilt. Ohne diese Medikamente werden wir nicht geheilt. Das ist auch falsch. Und die dritte Art ist, und also die meisten, die sowas sagen, so viele Leute, die sagen, durch diese Sachen werden wir 100% also geheilt, aber die vergessen, dass Allah Azza wa Jal al-Shafi ist. Und dann gibt es die dritte Art, man yu'min bil asbab wa ta'thiriha, walakinnahum yuthbituna min al-asbabi illa ma athbata Allah Azza wa Jal. Das heißt, die dritte Art, und die sind korrekt, die sagen, man darf diese Medikamente nehmen, aber man wird geheilt nur durch Allah Azza wa Jal. Wenn Allah Azza wa Jal will, dann werden wir geheilt. Wenn nicht, dann nicht. Wahaduhum al-wasat, die sind in der Mitte. Die übertreiben nicht. Die sagen nicht, braucht man keine Medikamente zum Beispiel zu nehmen. Oder die anderen sagen, nur durch die Medikamente werden wir geheilt. Diese beide sind falsch. Die dritte Art, sie sagen, ja, Medikamente sind auch ein Mittel. Gar kein Problem, aber man darf nicht vergessen, dass Allah Azza wa Jalla uns heilt. Warum? Die benutzen also die Sachen in ihrer Stelle. Das ist genau wie, also, wenn du zum Beispiel ein Feld hast. Ein Feld hast und du willst, was heißt Al-Harf? Mit einem Traktor. Du willst pflügen, ja. Du willst also die Erde pflügen. Da kommst du nicht mit einem, diese teuerste Autos. Ferrari oder diese Arten, ja. Lamborghini oder wie das heißt, ja. Da kommst du nicht mit diesem Auto, um die Erde zu drehen. Da brauchst du einen Traktor, oder? Das ist genauso auch hier. Das heißt, es gibt manche Leute, die bringen Sachen, die nicht in ihrer Stelle sind. Ja? Okay? ولا شك أن هؤلاء هم الذين آمنوا بالله عز وجل. Das heißt, diese Leute, die immer in der Mitte sind, die nehmen Al-Asbab. Al-Asbab heißt die Mitten. Ja? Die nehmen Al-Asbab, aber die vergessen nicht, dass Allah Azza wa Jalla heilt. Hada huwa Al-Aham. Lian Allah Azza wa Jalla yaqul, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Das heißt, man muss immer in der Mitte sein. Man darf nicht untertreiben und man darf auch nicht übertreiben. Muss man immer in der Mitte sein. Das ist genau wie Al-Murji'a. Und auch, es gibt auch
Al-Takfiriyun und es gibt auch Al-Murji'a. Al-Murji'a sind Untertreiber und Al-Takfiriyun sind Übertreiber. Das heißt, beide sind nicht normal. Deshalb muss man immer in der Mitte sein. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا عَدْلًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ولبس الحلقة dass du diese Ketten ziehst oder hängst, هذا ليس من الإسلام, das ist nicht von Islam. Die Kuffar von damals haben die sowas gemacht. Aber leider, heutzutage gibt es immer noch. Und sogar, du gehst bei jemand und du gibst ihm auch Geld. Du gibst auch Geld aus, damit du sowas auch von ihm bekommst. Und du sagst, jetzt, Alhamdulillah, ich bin also unter, also ich bin richtig geschützt. Und ich werde auch viele Sachen bekommen. Ar-Rizq und Arbeit und Frau und das und alles. Eine kleine Sache wird dir alles bringen. Wie kann das sein? Das heißt, du kaufst und besonders, wenn du sagst, ich bin überzeugt, das wird mir helfen. Hada kufrun akbar, großer Schirk. Das heißt, du bist kein Muslim mehr. Aber die Gelehrten sagen, wenn einer sowas nimmt und er sagt, das ist nur ein Mittel, hada eine Schirkun asghar, kleine Schirk. Und Schirk und Asrar ist schlimmer als großen Sünden. Wir wissen, wie die großen Sünden sind. Zum Beispiel Zina, Zinsen, Uququl Walidain, dass du jemanden Unrecht tötest. Die sind große Sünden. Aber diese kleine Schirk ist mehr schlimmer als diese großen Sünden, subhanallah. Und meisten kleine Schirk bringt dich zum großen Schirk. Warum? Weil wenn du das nimmst und irgendwann sagst du, Subhanallah, das hat mich richtig geschützt. Als ich das anhabe, habe ich immer Glück, habe ich immer Geld bekommen, habe ich alle Sachen, was ich damals wollte, jetzt bekomme ich. Subhanallah. Und muss man immer so denken, kann sein, dass du auch das bekommst. Aber wie kann das sein, dass du jetzt sagst, kann sein, dass du jetzt auch das bekommst. Alles, was man bekommt, schon geschrieben, oder? Hat Allah das schon geschrieben, bevor er 50.000 Jahre, bevor er die Erde und den Himmel erschaffen hat, hat es schon geschrieben, das im Buch. Aber warum hast du das bekommst? Oder warum hast du das bekommen? Du warst nur schneller. Statt das mit Halal zu bekommen, hast du mit Haram bekommen. Zum Beispiel. Heute wurde geschrieben, dass du 100 Euro bekommst oder verdienst. In ein paar Stunden. Aber du warst ein bisschen schneller mit Haram, dass du das klaust. Und du hast auch das geklaut. Wenn du nur ein bisschen wartest, du wirst diese 100 Euro bekommen. Also statt mit Halal zu bekommen, hast du das mit Haram bekommen. Weil du schneller warst. Obwohl das schon geschrieben, 100 Euro schon raus. Das ist dein Rizq. Aber du warst ein bisschen schneller. Du willst das schnell haben. Und du hast das mit Haram bekommen. Statt mit Halal zu bekommen. Das ist gleiche 100 Euro, ist 100 Euro. Nur hast du das mit Haram bekommen, statt mit Halal zu bekommen. Das ist genauso auch. Du wirst zum Beispiel ein Kind bekommen. Schon geschrieben, dass du ein Kind bekommst. Aber du hast kein Geduld gehabt. Du warst überall. Du warst bei einem Wali, der Kinder gibt. Bei manchen Leuten. Oder du warst auch bei Frau, die im Grab ist. Und die ist ein Wali. Ja. Und wenn du sie besuchst, du bekommst 100% also Kinder. Obwohl in einem Monat Allah Azza wa Jalla hat schon geschrieben, dass du ein Kind bekommst. Aber du warst schneller, du warst bei diesen Leuten, du hast Schirkul Akbar sogar auch gemacht. Großer Schirk. Und dann, deine Frau wird schwanger. Und du sagst, siehst du, ich habe lange gewartet, als ich bei diesem Wali
gemeldet habe, habe ich ihm auch ein bisschen sowas gegeben. Dann, meine Frau ist jetzt schwanger geworden. Subhanallah. Al-Shaytan macht unsere Taten schöner, damit du immer blind ihm folgst. Al-Shaytan, für ihn, die Leute, die Bid'ah machen, für ihn ist besser, für die Leute, die großen Sünden machen. Warum? Weil einer, der großen Sünden macht, er weiß genau, dass er großen Sünden macht. Und macht Dua, dass Allah ihm vergibt. Aber einer nur, der Blindfolger, Miskin, der ist manchmal Tabliri, manchmal Tahriri, manchmal, der ist wie ein Springer, Miskin, der hat große Ohren. Egal wer er zu ihm kommt, er nimmt ihn mit. Solche Leute, Al-Shaytan liebt sie. Weil er Miskin, der hat keinen Schutz, der hat kein Wissen. Weißt du? Und unsere Waffen ist immer Al-Ilm. Wenn du Wissen hast, das ist deine Waffe, das ist deine Wand, Schutzwand. Aber wenn du kein Wissen hast, Allah, du wirst wie ein Feder. Wie ein Feder. Der ruft dich da also an und sagt, ja, ich kann dich sogar auch abholen. Gibt es heute einen Vortrag über einen Mann, der richtig fliegen kann. Der hat eine große Mütze, oder das heißt ein großer, also Satellit in seinem Kopf. Er kann alles empfangen, weißt du? Und dann kommst du auch da. Und dann auf einmal nach dem Vortrag wird auch getanzt. Wird auch so, hi ho ha und ha ho hi. Ja? Und dann sagst du, Allah, siehst du, die sind lieb. Und bekommst auch Essen, Baklava und alles möglich. Weißt du? Mit dickem Bauch kriegst du auch raus. Und dann sagst du, inshallah, nächste Woche bin ich wieder da. Da kann sein, dass du vor 6 Stunden da bist, du wartest auf dem Sheikh, damit er wieder so macht. Das ist nicht unser Aqidah, ja Allah. Weil, يقول الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون زين دي لوتي دي ميت ويسن زين في دي لوتي كاين ويسن هاب دي زين نيش غلايش والله دي زين غلايش نيش غلايش weil einer wie gesagt der ohne Wissen hat der ist miskin und das ist auch keine Sache die darf man nicht sagen ich bin entschuldigt nein besonders heutzutage wer es entschuldigt ist der in einem Dorf wohnt. Okay? Zum Beispiel einer, der in einem Ort also wohnt und da haben keinen Scheich, keinen Gelehrter, niemand. Und was er weiß, ab 15 Jahre alt, dann wird man reif. Dann wird man, da muss ich fasten, da muss ich beten und so weiter und so fort. Ab 15 Jahre alt. Genauso auch bei der Frau. Sie denkt auch ab 15 Jahre alt, dann muss ich fasten, muss ich beten und so weiter und so fort. Obwohl sie ihre Periode bekommen hat seit 3, 4 Jahren. Ab 12 Jahre alt hat sie ihre Periode bekommen. Das heißt, ab dieser Zeit muss sie beten und muss sie auch fasten. Aber im Dorf steht nur das, sie wissen nur das, ab 15 Jahre alt. Keiner hat dir was beigebracht. Niemand. Bei sowas kann man sagen, die sind entschuldigt. Aber wenn du in einem Staat wohnst und du weißt genau, um was es geht, du hörst Vorträge, hast du Internet, hast du alles. Und du sagst, ja, ich muss auch warten bis 15 Jahre alt. Nein, hier geht nicht. Hier bist du nicht entschuldigt. يتحاسب. Sogar auch diese Gebete, die du nicht verrechnet hast seit Jahren, musst du manchmal Gelehrten sagen, musst du nachholen. Warum? Weil das ist eine Sache, die musst du wissen. In Stadt oder wo Gelehrten sind, musst du nachfragen. فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Und das hat auch mit jeder zu tun. Es gibt manche Leute, die wollen nicht wissen. Obwohl die auch Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Die sagen, lieber nicht. Wenn ich das weiß, dann muss ich machen, dann lieber nicht. Einfach, dass ich jahil bleibe. Subhanallah, dass du jahil bleibst. Und wenn einer dir sagt, dass du jahil bist, du wirst sauer.
Oder? Obwohl du Jahil bist. Du weißt genau, dass du Jahil bist und du sagst, ach, du bist ein Jahil. Sag, warum? Ich bin kein Jahil. Doch, du bist ein Jahil, aber danach sagst du, Allah, dein Bruder hat recht, ich bin Jahil. Aber das ist wie eine Schimpfwort, das ist eine Beleidigung. Weißt du? Aber trotzdem nimmst du das nicht an. Obwohl du Jahil bist. Subhanallah. Aber einer, der sagt, ach, Alhamdulillah, du hast viel Wissen. Du freust dich. Sagt er, obwohl du nicht so viel Wissen hast, aber du freust dich. Das ist eine Hadahul-Ilm. Normalerweise, diese Umma darf nicht unwissend sein. Und du kannst das merken, subhanallah, ich habe das auch oft gesagt, du kannst das merken, wenn du in Mekka oder in Medina bist, wo alle Muslime da treffen. Und du siehst, wie die das machen, subhanallah, wie die Allah anbeten, wie die Tawaf machen, wie die auch vor Grab von Muhammad auch stehen, welche Schirk machen. Der ist nur ein paar Meter entfernt von Rasulullah und der macht da Schirk. Ash-Shirkul Akbar. Subhanallah. Da sagst du, deshalb sind wir so. Weil wir jetzt ein Umma, die Jahile ist. Obwohl du stehst vor Rasulullah und da hat sie gesagt, darfst nicht ein Dua von mir. Oder sagt, ja Rasulullah, gib mir. هذا شرك أكبر. الدعاء لا يطلب إلا من الله عز وجل. من ضاف الدعاء في اللانج النوف من الله عز وجل. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخ نشت سبحان الله. والد رسول الله فين أخ زوجة دعاء مخت من الله عز وجل. إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. أبا دو زيست توتا زو غاين. Und statt in diese Richtung Dua zu machen, die machen Richtung Grab von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Und wenn du mit denen redest, um du mit denen Dawa zu machen, die werden sauer. Die sagen, das ist Rasulullah. Ja und? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, der beste Mensch, wissen wir. Der hat uns Al-Aqidah beigebracht. Er hat dir gesagt, dass du das nicht machen darfst. Und trotzdem machst du vor ihm. Vor ihm, subhanallah. Allah, es gibt viele Sachen, die richtig traurig macht. Oder während dem Tawaf. Also, dass die Leute Sachen mitnehmen und an die Kaaba so reiben. Du sagst ihm, für was ist das? Er sagt, ja, Barakat, Barakat, weißt du nicht, das ist Barakat. Was wird dir diese Barakat bringen? Hat das Rasulullah das nun gemacht? Hat das nicht gemacht, sallallahu alaihi wasallam. Da hat uns gesagt, in drei Ecken darf man da anfassen. Al-Ruknul Yamani und Al-Hajarul Aswad, wenn du nicht Al-Hajar Aswad küssen kannst, kannst anfassen oder von weit zeigen, Allahu Akbar. Aber jeder macht, was er will. Wallah, jeder, was er will. Und das ist traurig, dass du siehst, der ist auch Muslim. Er muss auch gleich machen, wie du auch machst. Aber die machen das nicht. Und noch schlimmer ist, wie gesagt, dass du mit denen redest, die werden schnell sauer. Die sagen, lass mich. Ja, subhanallah, das ist nur eine Da'wa mit dir, dass das falsch ist. Sag nein. Unser Sheikh hat so gemacht, wir machen auch so. Aber was du machst, die Kuffar haben auch damals gesagt, unser Väter, wir haben das gemacht und wir machen auch genauso jetzt. Obwohl die wissen genau, dass sie falsch waren. Aber trotzdem, dieser falsche Stolz manchmal. Wir haben diese falsche Stolz immer noch. Wie auch manche wollen zum Beispiel, dass die mit Sekten sind. Und wenn die wissen genau, dass das ein Sekte ist. Aber dieser falsche Stolz, was er hat, er will nicht wieder zu dem rechten Weg zurückkommen. Er sagt, wenn ich jetzt komme, dann... Ach, komm, At-Tawbatu mahlulatun babuha. Dass diese Tür von Tauba ist immer offen. Du kannst immer zurückkommen, solange du weißt, dass dieser Weg ist falsch ist. Okay? Es gibt falsche Sachen, die wir als Mittel nehmen, wie diese Ketten und wie diese Ohren und wie auch manchmal, du siehst manchmal also nur eine Sache, die sagen, das bringt mir Glück mit einem Faden, ja, wo sogar auch manchmal du findest Augen hier, ein Kette und da Augen, die sagen, das bringt uns auch Glück.
هذه كلها فالص. Das ist alles falsch. Und wie gesagt, wenn du überzeugt bist und du sagst, das heilt mich, das schützt mich 100%, هذا شرك أكبر يخرجك من الملة, dass du kein Muslim mehr bist. Okay? Wir haben gesagt, dass Al-Quran ist Shifa. Dass du Al-Quran als Mittel nimmst, Alhamdulillah, das ist gar kein Problem. كما قال الله عز وجل وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Okay? Und manchmal, oder kann ich sagen, auch 70-80% von Leuten, das ist nur psychisch. Es gibt manche Leute, die nehmen Medikamente seit Jahren, obwohl er nicht krank ist. Und der sagt, also ohne Medikamente kann ich nicht leben. Das ist psychisch. Obwohl er diese Medikamente braucht er nicht. Der ist ganz normal. Und bekommt er nur so Kleinigkeiten, sagt, ich muss Medikamente nehmen. Weil das bei ihm ist psychisch geworden. Oder auch bei manchen, die melden bei einem Raqi. Und dieser Raqi liest auch Koran vor. Aber dieser Mensch, der krank ist, der sagt, nein, dieser Raqi ist nicht so. Nein. Kommt jemand andere Raqi, und der lässt auch gleiche Versen auch vor. Und der sagt, ja, dieser ist gut. Psychisch, sowas ist psychisch geworden, subhanallah. Manchen auch, ich kann dir sagen, einer, der an seine Gewohnheit ist, lügen. Er lügt viel. Irgendwann er glaubt, was er sagt, obwohl das nur eine Lüge ist. Und er redet, sein Rede ist nur Lügen. Miski. Psychisch. Ich bin das, ich bin das, ich bin Chines. Aber zu Hause Miskin ist nichts. Der ist arbeitslos, nicht verheiratet. Nix, weißt du? Hat sogar auch kein Bankkonto und sagt, ich habe Tausende in meiner Bank. Psychisch. Deshalb, bei manchen Leuten auch, solange die nur Schnupfen haben, oh, ich bin krank. Ich habe Djinn, ich habe Sihr, ich habe das, ich habe jenes. Ach, du hast nur Schnupfen. Nur Schnupfen. Ein, zwei, drei Tage geht weg. Sagt nein. Ich bin sehr krank. Ich weiß genau, was ich habe. Psychisch. Und manche, die sagen, ich habe Djinn. Ach, hat mit dir geredet. Warst du mit ihm im Kino oder im Theater, dass du sagst, ich habe einen Djinn. Du sagst, ach, du redest mit ihm, du hast ach, ihm nichts. Sagt, wallah, ich hab. Wie kann dir sagen, dass du das hast? Wie kann sein, du hast kein Zeichen, dass du solche Sachen hast? Du sagst, nein, ich hab. Und irgendwann, das wird hier bei seinem Kopf bleiben und sein Themen nur über das. Nur über das. Er trifft mit dir, ach ja, ich habe Djinn. Ich habe das, ich habe sogar einen Djinn hier. Die lässt mich nicht schlafen. Ganze Nacht. Also ich bin wach. Ich rede mit ihr. Ach, psychisch, das ist eine extra Krankheit, subhanallah. Ich kann mal mein Cousin, subhanallah, hat auch solche Krankheit gehabt. Jahrelang. 5, 6 Jahre. Hat ihm immer gesagt, ich habe Djinn, ich habe Djinn, ich habe Djinn. Hat alle Ruqat war bei denen. Ich habe ihm gesagt, ach, solange du das hier im Kopf hast, geht nie weg. Geht nie weg. Und irgendwann, der war bei einer, wie heißt das jetzt, Arzt, Therapie oder was? Psychiater. Der war bei Psychiater mit seinem Bruder und der wollte nicht rein bei diesem Psychiater. Sagte ihm dieser Psychiater, komm rein, nur reden, ich will nur mit dir reden. Und dann ist reingekommen, hat mit ihm geredet. Und dann hat mit seinem Bruder geredet, hat ihm gesagt, gib ihm diese Tabletten, aber er darf das nicht wissen. Hat ihm ein paar Tabletten gegeben
Und der Bruder hat an seine Mutter das gegeben. Seine Mutter macht ihm Essen. Weißt du? Und er isst, der schläft gemütlich wie eine Katze. Richtig gemütlich. Ein paar Tage, der ist normal geworden. Normal geworden. Und ich habe gesagt, und jetzt? Sagt der Chris, was für Gin? Ich war Gin. Warum? Weil er seit Jahren nur über das Thema geredet hat. Sogar bis er das überzeugt war und sagt, ich habe Gin. Was für Gin hast du? Subhanallah. Na. Ja. Yani labsul halaqa au al khayt. Al halaqa ist diese Kette, was man anzieht. Man kann sein, wie gesagt, von Silber oder von Gold oder von Leder. Ja? Und jeder schreibt, was er will. Hauptsache, der sagt, was ich jetzt anhabe, schützt mich von allen bösen Sachen. Obwohl das falsch ist. Es gibt manche, die tragen das wegen böse Augen. Oder du findest das auch in seinem Auto. Du findest ein Augen oder eine Hand oder ein Skorpion. Hauptsache, was, warum? Weil er denkt, wenn du zum Beispiel einen Skorpion siehst, du machst so. A'udhu billah. Ja? Aber hier, wir haben als Muslim eigentlich, als Muslim muss man Akhlaq haben. Auch wenn du was Schönes hast, wenn ein Bruder das also von dir gesehen hat, der sagt, Masha Allah, Tabarakallah, dann brauchst du sowas nicht. Aber wenn du das als Schutz nimmst und du sagst, das schützt mich 100%, das ist eine sehr, sehr gefährliche Sache. Warum? Es gibt zwei Arten. Es gibt manche, die sagen, das schützt mich. Und manche, die sagen, das entfernt von mir schlechten Sachen. Es gibt zwei Sachen. Kann sein, dass einer nicht krank ist, ja, und sagt, okay, bevor ich krank werde oder bevor ich diese bösen Augen bekomme, ich mache das als Schutz. Und zweite Art ist, der ist krank geworden und dann der nimmt das. Der sagt, das wird mich heilen. Und beide sind falsch. Weil ich habe auch oft gesagt, es gibt Sachen, die uns schützt. Aber machen wir leider nicht. Obwohl das jetzt von Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Und es gibt Hadithen oder Ad'iyah, wenn du das sagst, ganzen Tag bist du geschützt. Yani, kama qala Rasulullah sallallahu wenn du sagst, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Diese Dua, jeder Muslim kennt. Aber die Vorzüge, was in diesem Dua steht, Khairat, viele Früchte. Sagen wir das nicht, weißt du, und nehmen wir andere Sachen, die uns zum Kufr bringt. Obwohl das ist leichte Sache. Yani, qala Muslim, diese Dua, wenn du das 100 Mal pro Tag sagst, kann jeder von uns das auch leisten. Wir haben genug Zeit. Zeit ist genug, subhanallah, aber nicht, wir nutzen nicht Zeit richtig aus. In der Qur'an, wenn du diese Dua sagst, was ist deine Früchte? Oder was ist deine Belohnung? Also 100 Hasanat werden für dich geschrieben. Und 100 Sünden werden gelöscht. Und das ist genau wie du 10 Sklaven befreit hast. Und du bist den ganzen Tag beschützt. Kein Scheitan kommt nahe zu dir. Schau mal, 4 Sachen. Fünfte Sache ist, keiner kann das bekommen, was du bekommst, außer einer, der mehr als 100 Mal gesagt hat. La ilaha illallah. Schau, Tawhid. Das heißt, einer, der diese Hadith kann, diese Dua kann, nimmt er eine Sache, die ihm als Schutz nimmt? Nein, macht das nicht. La ilaha illallahu wahdahu, la sharika lahu, lahu al-mulku, wa lahu al-hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Einfach. Da kannst du sagen, immer nach dem Gebet sagst du 20 Mal.
Wie lange wird auch das dauern, zum Beispiel 15 bis 20 Minuten dauern? Aber das machen wir nicht. Und wir suchen immer Sachen, die nicht erlaubt sind. Oder erst wenn wir Probleme bekommen, dann suchen wir nach der Lösung. Wenn du von Hause rauskommst, du sagst, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Du gehst draußen und du sagst diese Dua. Kein Scheitan kommt auch nah zu dir und du wirst den ganzen Tag auch geschützt. Sogar als Scheitan, wenn ein Scheitan zu dir kommen will, die kommen anderen zu ihm, die sagen, du brauchst nicht. Der ist schon geschützt. Brauchst du nicht. Subhanallah. Und diese Rezepte von wem? Von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber sowas machen wir nicht. Aber wenn wir bei einem Muschrik, einem Sahir melden, er sagt dir, mach das und das und das und das und das. Du machst das, wer er gesagt hat. Sogar sagt hier auch manche Sachen, die schwer zu bekommen. Schwer zu bekommen. Zum Beispiel, der sagt hier, wenn du nach der Heilung suchst und du wirst 100% geheilt, du musst mir ein Krokodil, der nicht verheiratet ist, bringen. Wie kann ich wissen, dass ein Krokodil nicht verheiratet ist? Und trotzdem sagt, okay, ich versuche. Ich frage nach Amazon und ich frage die Leute, die in Äthiopien sind, nach China und so weiter. Und viele Leute machen die sowas und geben sie auch so viel Zeit und so viel Geld aus. Und die vergessen, inni qaribun ujibu da'wata da'i da da'i. Allah Azza wa Jalla ist nah. Warum sowas? Warum Leute suchen nach dem Schirk? Obwohl Allah Azza wa Jalla vergibt keiner, der Schirk macht. Er kann alles also vergeben, außer Schirk. Denn Schirk dhulmun azim. Inna Schirka la dhulmun azim, kama qalla Azza wa Jalla. Naam, Bruder. Genau wie, habt ihr auch oft gehört, da kommt einer raus und sagt, ich bin Mahdi. Oder? Viele sind rausgekommen und sagen, ich bin Mahdi. Was für Mahdi bist du? Du bist ein behinderter Mensch. Warum? Weil er hat das nicht einfach raus, der ist nicht einfach rausgekommen und sagt, ich bin Mahdi. Nein, der hat viele, viele Sachen vorbereitet. Irgendwann, er glaubt sich selber, dass er Mahdi ist. Und dann kommt er raus und sagt, jetzt, ich bin Mahdi. Viele Leute kamen auch von sofort im Kabel und sagen, ich bin Mahdi. Vor, weil die, subhanallah, manche, die sind auch intelligent, weil ein Mahdi kommt raus. Und die Gelehrten, die werden ihn auch erkennen zwischen Ar-Rukn al-Yamani und Al-Hajar al-Aswad, in dieser Ecke. Dort werden die Gelehrten erkennen, dass er Al-Mahdi, der richtige Mahdi ist. Und kommt auch einer behindert und sagt, ich bin Mahdi. Auch wo? Neben dem Kaaba zwischen Al-Hajar al-Aswad und Ar-Rukn al-Yamani sagt, ich bin Mahdi. Und er schreit. Solche Leute, was? Warum ist er so geworden? Weil er zu Hause sagt, ich bin Mahdi und ich mache das und jenes. Und irgendwann hat er selber also geglaubt und dann kommt er raus und sagt, ich bin Mahdi. Was für Mahdi bist du, subhanallah. Naam. Lian Allah Azza wa Jal, huwa alladhi yadfa'u ad-darr. Das heißt, wenn du krank bist, wenn du Beschwerde hast und du bist geduldig, Allah Azza wa Jal hilft dir auch. Weil die Krankheiten, was wir auch bekommen, ist auch ein Rahma von Allah Azza wa Jal. Ist auch eine Barmherzigkeit von Allah Azza wa Jal. Viele Leute, die sind durch Krankheiten wieder die richtigen Weg genommen. Durch die Krankheiten, durch einen Unfall, durch Sachen, die schlecht, der denkt, dass das schlimm ist für ihn ist. Aber für ihn ist es eine gute Sache. Weil wir im Dunya meistens, wir sind blind. Und du denkst, dass du im richtigen Weg bist. لأن الشيطان يزين لك أعمالك. الشيطان der macht diese Taten, was du machst, schön, obwohl die falsch sind. Aber erst wenn du krank wirst, dann du sagst, Subhanallah, wo war ich? Dieser Weg, was ich gehabt habe, das war kein richtiger Weg. Und durch diese Krankheit, Alhamdulillah, habe ich Taufe gemacht.
Weißt du? Weil Krankheiten löschen auch unsere Sünden aus. Die Sünden, was wir haben, durch Krankheiten gehen weg. Sogar auch nur, wenn du ein Stachel hier in deinem Hand oder in deinem Haut bekommst, durch diese Schmerzen werden auch viele, viele Sünden auch weg. Aber sowas, leider sind wir nicht. Warum? Es gibt viele Leute, die haben auch, also solange sie krank werden, dann denken sie an Tod. Ich werde sterben. Also Tod kann sein, dass du auch beim Schlafen sterbst. Also Krankheiten oder Krankheit ist ein Grund, ja. Aber nicht jeder, der gestorben ist, war krank. Nein. Gab es Leute, die richtig gesund waren, richtig gesund. Und im richtigen Alter, 25, 33 alt, sind gestorben. Geschlafen und nicht mehr aufgestanden. Okay. Na. فهناك حديث عمران رضي الله عنه رأى رجلا هات أين مان also gesehen رأى رجلا في يدي حلقة هات أين كتة فقال ما هذه هات ihm gesagt was ist das was du anhast قال من الواهنة الواهنة heißt dass du nicht krank bist, aber was wir schon auch vorher gesagt haben, du bist nicht krank, aber du bist psychisch krank. Du wirst krank werden. Weißt du? Du wirst einfach nur krank werden. Und wenn du krank wirst, dann kommt der nächste Schritt, dass du mit Waswas krank geworden bist. Wahnsinn. Wahnsinn, ne? Weil es gibt viele Leute oder so viele Brüder, die eigentlich sind nicht krank. Aber die sind krank geworden. Wegen was? Waswas. Ich bin krank, ich bin krank, ich bin da. Und irgendwann, er wird diese Waswas bekommen, denn noch schlimmer als diese Krankheit, was er hat. Hauptsache, فَقَالَ أَنْزِعْهَا. Dann sagte ihm Rasulullah, weil er hat einen Sahabi gesehen. Und dieser Sahabi hat etwas hier. Mit einem Faden gehabt und sagte ihm, was ist das? Das heißt, Al-Wahina, also entfernt von mir diese Krankheiten, was ich habe. Und Al-Wahina ist auch eine Krankheit, man bekommt sie hier in Schulter. Weißt du? Sagte ihm, mach das weg. Und schau mal, wenn er einen Munkar sieht, er muss das sofort ändern. Nicht wie wir. Nicht wie wir. Obwohl wir wissen, dass Rasulullah sagte, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Wenn einer von euch einen Munkar, eine schlechte Sache sieht, er muss das sofort ändern. Mit was? Bi yadihi, wenn du kannst. Mit deiner Hand. Wenn du Macht hast. Mit deinem Sultan. Wenn du nicht kannst, mit was? Mit deiner Zunge. Dass du redest, dass du mit einem Bruder redest, wenn du ihn siehst, dass er schlimme Sachen macht. Wenn du auch nicht kannst, mit deinem Herzen. Dass du sagst, la hawla wa la quwwata illa billah, was ist das? Warum sind wir so geworden? Weißt du? Aber Rasulullah, er darf das nicht. Er muss das sofort ändern. Warum ändern? Kann sein, dass einer zum Beispiel, er hat ihm gefragt, was ist das? Aber erstens, schau mal, die Hikmat Muhammad, hat ihm erstens gefragt, was ist das? Das heißt, für was benutzt er diese Sache, was er in seiner Hand anhat? Nicht wie wir, manchmal sind wir richtig aggressiv. Du siehst einen Bruder, der mit Mammut oder wie heißt es, diese Jacken, Mammutjacken oder mit diese Lacoste, den Krokodil hier, und dann gehst du und machst du weg. Ja, die lese jetzt Hekma, das ist keine Weisheit. Du frag ihm erstens. Und wenn du mit einem Bruder redest, wenn du gut reden kannst, voilà, er kann dir diese Jacke ausziehen, du nimmst du alles. Aber wenn du kommst und machst so,
Machst du das weg, ist was anderes. Du machst so und er macht so. Sofort. Rasulullah hat ihm gefragt, was ist das? Weißt du? Weil hier ist auch ein Dialog, damit du mit ihm reden kannst. Was ist das? Das ist genau wie auch Kamakal Rasulullah. Wenn du also sauer bist und du siehst, oder wenn du jemanden siehst, dass er sauer richtig ist, bevor du mit ihm redest, sag ihm, setz dich. Bring ihn zum Sitzen, damit er ruhig wird. Aber wenn du mit ihm so redest, dass du redest und er redet, ach, du kriegst einen Kopf auf dein Gesicht. Al-Hikmatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Sowas braucht man manchmal. Du redest und er redet und auf einmal die Stimme, die wird laut. Und wenn du merkst, dass er richtig laut geworden ist und seine Augen sind ruhig so 2-3 Zentimeter raus, dann sag ihm, sitz dich. Wenn er sitzt, er wird ruhig, subhanallah. Automatisch. Al-Hikmatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Automatisch wird es auch gleich, auch wenn du mit deiner Frau so streitest. Setz dich und dann sag mir nächstes Mal also Bescheid. Solange du sitzt, diese Blut wird ein bisschen kalt. Subhanallah, die Hikmat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hat uns er auch beigebracht, wie kann man mit Leuten reden. Das heißt, hier kam und hat etwas Falsches gesehen und hat ihm gefragt, was ist das? Sagt ihm, ja Rasulallah, hadihi al-wahina. Das entfernt von mir die schlechten Krankheiten. فقال انزعها macht das weg. انزعها macht das weg. فإنها لا تزيدك إلا وهنا. سبحان الله. Also erstens, warum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er darf nicht einfach nur sehen und lassen. Wenn er das einfach nur gesehen hat und gelassen hat, die Sahaba, die werden denken, dass das auch ein Sünder ist. Ein Sünder taqririya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat das bestätigt, dass das richtig sahih ist. Aber er muss sofort das ändern. Was du machst, ist falsch. Genau auch wie ein Hadith, dass Rasulullah hat eine Sahabi gesehen, der einen Goldring anhat. Bei Männern ist verboten, dass man einen Ring aus Gold anzieht. Ist verboten. Hat ihm gesagt, was ist das? Hat ihm gezeigt, Rasulullah hat das weggemacht und weg. Weggeschmissen. Rasulullah hat das weggeschmissen. Und dann der ist weg. Und die Sahaba, die haben gesagt, nimm das. Rasulullah hat das weg, hat das also von dir weggeschmissen, dann nimm das. Und du kannst es für andere Sachen benutzen. Er kann das auch zum Beispiel schmelzen oder weiter seine Frau schenken und so weiter und so fort. Sagt er, nein. Ich nehme nicht, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam weggeschmissen hat. Ich lasse das so. Brauche ich das nicht mehr. Obwohl er darf das benutzen, subhanallah. Er kann das weiterverkaufen oder jemand für, also schenken. Ja? Aber sagte, ma ana alladhi akhudhu ma ramahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ich bin nicht einer, der etwas Muhammad sallallahu alaihi wasallam geschmissen hat und wieder nehme ich das. Nein. Al-Ittiba, weil der Sahabe weiß genau, dass er falsch war. Und sagt, Sami'na wa ata'na, wir hören und wir gehorchen. Nicht, das ist, warum? As-Shaytan in diesem Fall kommt wieder zurück. Und er sagt, nimm einfach, der ist sowieso weg. Nimm und kannst du nochmal benutzen. Lakin al-Sahabi, yasudduna al-Dara'a. Das heißt, alle Türen die, oder alle Lücken, wo As-Shaytan reinkommt, die machen das zu. سمعنا وأطعنا. Okay? فهي auch قال لو انزعها macht das weg فإنها لا تزيدك إلا وهنا. Das bringt dir nur noch Waswas. Wenn du das immer anhast, kann sein, dass auch nicht krank bist und du sagst, ja, Alhamdulillah, solange ich nicht krank bin, ich habe immer das, damit ich keine Krankheiten bekomme. Waswas. Aber deshalb habe ich euch gesagt von Anfang an, wer macht uns krank? Allah Azza wa Jal. Wer heilt uns? Allah Azza wa Jal.
Aber diese kleinen Sachen, die man also nimmt und denkt, dass uns heilt, dass uns krank macht, das ist falsch. Ach, total falsch. Allah, total falsch. Subhanallah. Nein. فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ. Schau mal, jetzt kommt die Strafe. Wenn du so stirbst und das immer das an, was ist deine Strafe? مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا. Du wirst keine, wer ist das, erfolgreich bekommen. Das heißt, du wirst nicht das Paradies bekommen. مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا. Und auch in Dunya, du wirst nur was Worts bekommen. Und in Yawm al-Akhirah, du bekommst kein Paradies. مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا. Und schau mal, wenn Rasulullah Sallam zu einem Sahabi das sagt, was ist mit uns? Ja, was ist mit uns, subhanallah? Ist schon eine Stunde vorbei, oder? Ja, dann inshallah reicht. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Inshallah, bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.